Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen, Herr Bartel, ich möchte Ihnen mal ein paar Realitäten zur Kenntnis bringen aus der Sicht eines Menschen, der 30 Jahre selbstständig war. Die 30 Jahre Aufbau Ost haben den Strukturbruch eben nicht behoben, aber Milliarden von Steuermitteln verschwungen. So wie auch heute, meist in Gutachten, Planungs- und Projektierungsgesellschaften und wahren Bürokratiemonstern, ohne Kosten-Nutzen-Effizienz. Und Herr Steinbach, ich bin nicht Ihrer Meinung, dass die Betriebe abgewickelt wurden, weil eine mangelnde Wettbewerbsfähigkeit vorlag, sondern es war eine feindliche Übernahme mit Treuhandverbrechern. Und da kriege ich heute noch einen Kollaps, wenn ich dann ans PCK höre, dass das auch an die Treuhand geht. Also da kriege ich immer Bauchschmerzen, wenn ich das Wort Treuhand höre. Ja, das macht doch nichts. Die Treuhand bleibt Treuhand. Treuhandverwaltung ist dasselbe. Dieses Vertrauen ist längst zerstört bei allen Ossis. Das können Sie aber sicher sein. Ja. Meine Damen und Herren, kleinen Moment bitte, Herr Drenzke. Wir müssen erst mal wieder zur Ruhe kommen. Ganz kleinen Moment. Ich verstehe die Aufregung im Raum. Und so langsam beruhigen wir uns wieder. So, Herr Drenzke, Sie haben das Wort. Ich bin schon länger auf dieser Welt und ich habe einiges mitgemacht. Im Gegensatz zu Ihnen war ich bei der Realität mit dabei in den 30 Jahren. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Eine Zwischenfrage? Ja, Herr Abgeordneter Bischof, an Mikrofon 3, bitte. Herr Abgeordneter Drenzke, ich war zur Wendezeit 23 Jahre alt und war auch in einem Elektronikbetrieb in Schwedt Betriebsratsvorsitzender mit all seinen Konsequenzen der Treuhand und des Umgangs. Ich frage Sie, haben Sie eigentlich jemals zur Kenntnis genommen, dass auch dank und mit Unterstützung der Treuhand bei allen kritischen Punkten, die ich auch selber habe, die PCK-Raffinerie GmbH in Schwedt durch die Treuhand in besten Händen privatisiert worden ist und heute eine der modernsten Raffinerien Europas ist? Kennen Sie diesen Vorgang eigentlich, bevor Sie hier so weiter schimpfen? Bitte schön. Danke für die Frage. Darf ich erst antworten? Ich kenne diesen Vorgang beim PCK nicht. Aber ich habe gesehen, wie Leuna verschleudert wurde und ich habe zig Betriebe miterlebt, die zugrunde gerichtet wurden, nur durch Treuhandmitarbeiter. So, können wir weitermachen? Jahrelang wurden in dieser Zeit Soli-Beiträge verpulvert für alles, aber nicht für ein Wirtschaftswunder. Und ich sage Ihnen, beim Klein- und Mittelstand ist davon recht gar nichts zu spüren gewesen. Die Wahrheit ist, das Lagebild des deutschen Mittelstandes ist katastrophal. Der BDI hat eine Veröffentlichung jetzt im Spiegel gegeben. 34% geht es um die Existenz ihres Überlebens. Eine Rezession steht an der Türschwelle. Der Konsumindex ist inflationsbedingt eingebrochen. Auch die globalen Wirtschaftsaussichten trüben sich zunehmend ein. Der Euro fällt, der Rubel steigt. Zu diesen übergeordneten Faktoren kommen Probleme hinzu, mit denen unser Mittelstand schon jetzt zu kämpfen hat. Gravierende Lieferengpässe bei Rohstoffen, massive Störungen im internationalen Lieferketten, Preiserhöhungen in nicht gekanntem Ausmaß. Und das alles vor der Corona-Pandemie, die bei vielen Unternehmen des Mittelstandes dazu geführt hat, dass alle verfügbaren Ressourcen und Rücklagen aufgezehrt sind. Niemand hat durch die Corona-Hilfen sich sanieren können. 30% der Hilfe 1 sind nach der allgemeinen Kriminalisierung der ILB wieder zurückgezahlt worden. Nicht mal ein Unternehmergehalt von 1.000 Euro blieb übrig. Zahlreiche mittelständische Betriebe sind faktisch nicht mehr in der Lage, Zukunftsinvestitionen zu tätigen. Ich weiß es, Sie wissen es und jeder hier im Saal. Diese Energiepolitik ruiniert unsere Wirtschaft und trotz allem tun alle so, als ob es keine Alternative gäbe und machen weiter.
Noch kann man diese Wucherpreis-Klima-Ideologie zu stoppen. Und wir müssen nicht durch die Krise, sondern sie müssen sie beenden. Sprechen Sie mal mit den Menschen im Lande. Die Situation ist keineswegs eingebildet oder pure hysterische Phase. Wer sein Geschäft jetzt noch geöffnet hält, hält sein Geld zusammen und versucht, irgendwie über die Runden zu kommen. Und das in einer Zeit, die aufgrund des digitalen Wandels, steigender Umweltauflagen und zunehmender Fachkräftemangels und einer komplizierter werdenden Logistik große Investitionsbereitschaft und Flexibilität erfordert. Der Mittelstand ist nicht mehr dazu in der Lage, alle an ihn gestellten Zukunftsaufgaben zu erfüllen. Oder im Klartext, es gibt nicht mehr genug Geld für digitale Zukunftsanpassung, Klimaschutz und eine Regionalisierung der Lagerhaltung. In Zeiten gestörter globaler Lieferketten, ein zweites Wirtschaftswunder wird nicht kommen. Ein ausgebluteter Mittelstand kann das alleine nicht stemmen. Ich komme zum Schluss. Wir wollen die Förderung des produktiven Mittelstandes, das Rückgrat unserer Gesellschaft, zum Gesamterfolg führen und eine umfassende Reindustrialisierung in Gang setzen. Bitte unterstützen Sie unseren Antrag. Danke. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.